Liebe Serienjunkies, herzlich willkommen zur neuen Episode von einem Let's Play mit Adam und Hanna. Hallo. Ich würde immer sagen, sag Hallo, Adam. Ich bin wie eine Marionette. Also, wir sind wieder beisammen und hoffen, dass es endlich mal Action gibt. Und ihr seht schon, die Zombies sind erwacht. Wir sind auch wach und bereit zum Spielen. Wir haben uns euer Feedback natürlich genau angeschaut bei YouTube. Und wir werden hoffentlich besser sein. Besser looten. Genau, besser looten, etwas mehr Action liefern. In der Technik haben wir ein bisschen was gewerkelt. Wir hoffen, man merkt es. Kurz zur Story, wo sind wir? Wir haben unseren Lieblingscharakter Flyreese. Fake Tyreese. Ich habe seinen echten Namen vergessen. Lee. Lee. Genau, der jetzt gerade hier mit Shane. Heißt der Shane? Glenn. Wie kommt denn auf Shane? Keine Ahnung. Der mit Glenn, den wir aus der Serie ja auch kennen, The Walking Dead, hier in einem Motel festsetzt in Macon, in der Nähe von Macon. Mhm. Und die hübsche Lady ist nicht Maggie, die daneben hockt, sondern eine Reporterin namens Carly. Carly! Ich wollte gerade Lilly sagen, aber Carly ist richtig. Und Lilly gibt's auch, ne? Die gibt's eine andere Charakterin, die so ein bisschen noch aussieht, auch wie Maggie. Und die hat noch einen kranken Vater. Und wir sind jetzt in so einer Side-Story. Glenn hat sozusagen jemanden gefunden, natürlich einen weiblichen Charakter scheinbar. Und wir sollen den befreien. The damsel in distress. The damsel in distress. Jetzt müssen wir uns an den Zombies vorbeikämpfen. Und wir warten einige Herausforderungen auf. Genau, vorweg einmal kurz die Story noch. Adam kennt das Spiel bereits, hat es vor einigen Monaten gespielt. Mhm, schon ein bisschen länger her. Und ich habe es damals nur angespielt. Ich bin schon drüber hinweg. Ich glaube, in Folge 1 war ich schon drüber hinweg, bis ich wohin ich gekommen bin. Also einen Unwissenden und eine wissende Person, die vor längerer Zeit wissender war. Ja, aber Hanna lassen wir ein paar Entscheidungen natürlich treffen. Genau, aber auch Adam wird jetzt natürlich anders. I saw one lurking on the other side of that car. Um das Ganze spannend zu halten. Genau, also wir müssen da hinten hin zur Tür. Und Was ist denn das? Ein Laptop? Pillow. Also ein Kissen. Bewegt sich nicht wirklich wie ein Kissen. That's not really what I have in mind. Die Lichtverhältnisse sind gerade auch ein bisschen zombie-esque, muss man sagen. Also, wenn ich irgendwas nicht sehen sollte auf den ersten Blick, dann verzeiht mir bitte. Ja, Adam und ich durften etwas früher von der Arbeit gehen und es ist noch hell, liebe Junkies. Es ist sonst hätte ich auch Angst. Ja, vor mir oder vor den Zombies? Vor beidem. Ah, okay, das war jetzt nicht. Müssen wir zurück? Können wir noch woanders hin? Sind wir zurück? Das ist ein Football-Team von Macon. Ja. Sie! Und die Stimmung ist auch fantastisch. Mhm. Auch wenn wir jetzt hier viel dazwischen labern, es tut uns leid, dass wir ein bisschen die Stimmung bekommen. Was ist hier? Wenn wir da mit dem. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise and none with pillows. Ow! Hey man, that drew some attention. Be careful. Manchmal ist die Steuerung leider nicht ganz. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Dem Kissen kann man natürlich auch Geräusche dämpfen. Ah, nice. Cool. That was sick. Obwohl, wäre die Waffe nicht trotzdem laut? Ja, aber. Oder? Weil das, was ich. Bisschen, ja. Hätte das Kissen nicht um die Waffe gedrückt, oder? Oder? Aber immerhin können wir jetzt hier mit dem Auto ein bisschen Schaden anrichten.
Damit noch. Ja, eigentlich könnte er auch mal im Handschuhfach nachschauen. Stimmt. Ne? Warum machst du das nicht? Sowieso, sowieso müsst ihr irgendwas im Auto. Einfach ein bisschen Benzin abpumpen. Ach, jetzt kannst du das Auto drücken? Ich finde, die machen dann, ne? Die sind so zwei Zombies, die rummachen da hinten. Jetzt nicht mehr. Und das ist ja auch wunderhübsch hier. Ich sehe eine Axt. Eine der besten Waffen. Stimmt. Ich muss an meinen Exi denken und seinen geliebten Hammer. Und ich meine, nein, ich will lieber eine Axt haben. Was ist denn die Axt? Ah, ne, hier kann ich ja jetzt erstmal. Oh, stimmt. Schlaue Glenn. Bei Plug muss ich irgendwie immer anders umstellen. Ich weiß nicht. Nehme ich an, Kopfhörer. Genau. Karo-Hemd-Zombie hatten wir auch schon. Yay, so. Take it. Können wir vielleicht. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was. Das sind auch so die Klassiker aus der Serie, ne? Schraubenschlüssel, Axt. Axie. Call me! Ah, ne, warte. Ich hab eine Rechts-Links-Schwäche manchmal, sorry. Wo ist denn jetzt der Auto-Zombie? Gehst du noch weiter nach rechts oder kommen wir dann nur zum Auto? Ich glaube, links rum. Nee, bin ich gerade zurückgelaufen? Nee, ja, deswegen links rum. Die Lichtverhältnisse. Nee, links rum. Hier, ich wink mal. Okay, danke. Ich kann so klopfen. I'll wait for it. Schraubenzieher über. Kopfi, sehr schön. Oh, noch einer. Nochmal. Ja, komm mal. Herr Gwen, mach mal an. Kill him! Nice. Ich frage mich ja auch, wann man in der Zombie-Apokalypse so die Hemd fortwirft. Tatsächlich so einen Untoten eins mit einem Schraubenzieher überbraten. Also ich meine, die Zombie-Apokalypse hier ist ja sehr frisch, so wenige Tage oder Stunden so. Das weiß ich noch gar nicht richtig. Dude, where'd your weapon go? Ich glaube, es geht relativ schnell, komischerweise. Es gibt doch auch so Experimente, wo dann auch so Menschen, ne, da im Gefängnis sind. Zu Kannibalen werden innerhalb von 3 Stunden. Ja, aber dann, weißt du, wo die Sozialisation innerhalb von Stunden nachlässt. Ja. Da gibt es auch eine schöne Veronica Mars-Episode aus der Drücke. That should help. So dieses klassische Gefängnisexperiment. Genau, wo es immer heißt, wenn einer irgendwie über den anderen, ne, Leader ist oder Gefängniswärter und nicht, und wie heißt das? Gefangene, genau. Ne? Dass das innerhalb von, ja, Minuten fast. We'll be right behind you. Und den guten deutschen Film sogar. Stimmt. Das ist nicht auch eine wahre Geschichte. Ah, was geht. Ich wieder. Nur begrenzt. Aber? Stimmt, 2 haben wir noch, ne? Und dann gibt's. Obwohl, ich habe hier mal so eine Axt abgehalten. Das ist schwer. Aber ein Holz gefällt, einen Baum gefällt hast du noch nicht, ne? Nee, ich habe nur mal Holz hacken dürfen. Komischerweise habe ich das ganz gern getan. Aber guck mal, mit einem Schlag hier, der gute Sehr cool. Hat er den Kopf getrennt? Nee, ja, ne? Naja, doch.
Erzähl mehr von deinem Holzhack. Ja. Hast du bei Timbersports mitgemacht? Ja, wie geil. In meinem früheren Leben sah ich auch so. Weil ich auch so Muskeln. Let's go, guys. Hanna Wehr Magnusson. Heißt der so? Der eine heißt so Magnus Wehr Magnusson. World's Strongest Man. Sehr viel darüber. Ja. Ich habe das früher mal bei Sport 1 gesehen. We're coming in. Ach ja, jetzt haben wir unsere Suizidale hier. Sorry, dass wir wieder ein bisschen albern sind. You might want to break through that board first. So, auf hier jetzt. Stop, just stop! I'm coming out. I'm coming out. Hat die uns so verwerben? Nee. Nee. Ich glaub nicht. Also mir kommt es nicht bekannt vor. Aber sag mal, wie du schon sagst, ich meine, die Apokalypse ist noch relativ jung. Die sieht schon ganz schön interessiert aus. Sie ist auch fertig mit dem Leben, glaube ich. Go away! Die hat auch was am Arm, ne? Also ich meine... I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. Das wissen ja die Charaktere jetzt, glaube ich, auch erst durch sie, glaube ich. I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Christian erinnert mich ein bisschen an Scandal, an die Vizepräsidentin. Stimmt. Oh, was machen wir jetzt? We leave. Okay, we'll leave. Die nervt mich, die auch. Just try to take care of yourself. Ich denke immer, wenn ich gerettet werden will, dann muss ich mich dazu zwingen. Ja, also ich meine, ist sie noch zu retten? Das you have a gun. Man könnte jetzt mit der Hand. Borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. I can just. Ja, ist es eine Wunde? Das ist nur Blutspritze. Then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're guter Wunsch. Satanic. We can't just do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. Give it to me, please. This is crazy. Please, step back. It's just. 2 seconds, just one bullet, and I can be with my family. Kugeln sind wertvoll. Mm-hmm. Yes. Back up, please! Hey! Oh Gott, oh nein! Shit! Oh, oh, hat sie Kali mitgerissen? Kali! Was haben wir getan, Anna? Nehmen sie noch? Oh, take it easy. I just want to help. You can't. Miss, just relax now. Der bringt lieber selber um als uns. To think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No, no! Ups. Da war Hanna der Sparfuchs dran schuld. Ja, aber ganz ehrlich, sie wollte ja auch, dass entweder... Ich meine, sonst hätte einer von uns sie umbringen müssen. Ja. Also die Kugel, glaube ich, hätten wir gar nicht saven können, oder? Oh, Glenn. Schreibt uns in die Kommentare, hättet ihr sie erschossen oder hättet... Let's get out of here. Also ich denke lieber, soll sie sich doch lieber... Ich sie erschießen. Ich meine, wenn sie eh nicht leben möchte, dann... Genau. War das bei dir anders beim ersten Mal? Das war bei mir total anders. Okay. Ich glaube, ich habe sie erschossen. Dann bin ich lieber der Sparfuchs. Also ja, die Superkillerin. Alright? Ja, das ist unser lieber Kenny. Den ein Boot. Genau, wir gehen, weil er ein Boot hat. I'm on the boat! Und was gibt es noch zu ihm? Er hat ein Boot, okay. Und er hat einen Sohn. Boot. Und ein Boot und eine Frau, aber er hat wichtigerweise ein Boot. Wir waren nämlich fest der Überzeugung, dass es zu wenig Boote bis dato gab bei The Walking Dead in der Serie. Those pills out of the pharmacy. Ach ja, das ist noch eine Side-Story. Wir müssen halt Tabletten finden für das andere Mädel, beziehungsweise ihrem Vater. Wir hatten auch noch ein anderes Problem, ich glaube, waren unserem Freund da. Stimmt, da war das Tor, ne? Sollten wir da nochmal gucken gehen jetzt. Jo. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Na klar. Ja, let's have a look around. Okay. Adam, erzähl mal, warum wir Doug nicht mögen. Weil er irgendwie merkwürdig guckt. Ladezeiten, Ladezeiten. So, wir haben hier vorhin ja schon gemerkt, dass hier ein Fernseher ist, der die Zombies irgendwie... Aber wir haben auch gesehen, dass wir hier so ein Schloss haben, das wir nicht aufbekommen haben. So,
Sollten wir vielleicht mal versuchen. Juhu! Awesome! Awesome! Distract those things. Carefully. Am Boden hier hatten wir noch so. Backstein. I can't reach that brick. Ich hab doch gerade aufgemacht. I can't reach that brick. Also vielleicht sollte ich die Tür erstmal. An den. Und wir haben, glaube ich, auch beim letzten Ausflug gesehen. Freilaufende Zombie. Müssen wir mehr. Backstein wird direkt mal ein. Wie sind denn Wesen, die auf Reize reagieren? Appetenzphase und so. Oh Gott, das war vielleicht eine der geilsten Mails überhaupt. Aktives Appetenzverhalten und passives, war das so? Ja, übrigens, ihr Lieben, ne, wir haben immer noch unsere Kartei. Ich habe schon begonnen, sie zu füllen mit Namen. Die gibt es wirklich. Es ist wirklich eine, wie eine Kartei aussehende Kartei. Wie ein Rolodex auch. Genau, eine Art ein billiges Rolodex. Wir haben eine günstige Variante gewählt. Oh Gott. Hey, bud. Ah, war das nicht der Bruder sogar? Mom and Dad, but I know if you were there, you would have died for them. Soon, that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Ja, Mann, das ist mein Bruder. Die harten Entscheidungen. Aber ich glaube, wir müssen this now, man. I got to do this. Boah, ist ja schon hart, ne? Oh. Eben hat noch ein Schlag gereicht, hoffentlich. Oh. Mal. Also da war ich erfolgreicher beim Holzhacken. Oh, immer noch nicht tot. Er hat natürlich auch beim ersten Schlag vielleicht dazu. Gequält. Du hast nicht auf dem Kopf. Jetzt ja, das macht das Spiel ja auch. Gott. There we go. Also jetzt haben wir den Schlüssel für die Pharmacy, ne? Holy crap! Run! Crap. Fernseher wirke nicht mehr. Wir haben gemerkt, dass der RTL hilft. Oh. Genau. Germany's Next Topmodel, kein Bock. Schöner Soundtrack. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Ach, genau das. Got the keys. Great. Lily. God, you're amazing. Let's get in there. Obwohl ich ja immer noch nicht genau weiß, warum wir den. Wir hätten gar auch keine Wahl. Wir können nur ihm helfen oder. Nicht. Eben nicht, genau. Ah, guck mal, da steht noch ein. No. We gotta hurry. Das ist wieder unsere Karo-Hemd-Lady. Auch noch eine Couch. Genau.
Kindesverhalten. Doc Kindesverhalten. Come on, baby, time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee. Ja, ganz süß, wir haben eine Zuschrift bekommen, auch zu dem Hund, glaube ich. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Lang nicht mehr gesehen, immer. Alright, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Ken ist auch so ein bisschen so der. Glenn, we need your help, please! If we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. It's more. Schade. Oh. Eigentlich wollte ich sagen, shut up, weil er es verdient hat, aber. Tick tiefer. I should know what? Huh? You said I should know? Huh? Oh, shit! Oh, shit! Are you sure? Oh, shit! Oh, shit! Aber Frage, wenn sie so nah an Ducks Ohr schießt, kriegt er nicht einen Tinnitus? Aber Clementine muss erstmal einen Stopp holen. Genau. Clementine, did you find anything? Nothing! Clementine! A window! No. Das ist immer so kontra. I found something! Reese finde ich auch. Carly. Carly. Keine Wahl, ist scheiße, ja, aber. Ja. Das wünsche ich jetzt Doug nicht, aber Hauptsache Carly ist noch dabei und gesund. They got Doug. Shit! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, Kopfi! 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 Sehr schön. Nur raus hier. Der Idiot. Oh, Penner, ey. Oh, echt, es geht gar nicht. Oh Gott, lässt er uns jetzt hier echt sterben? Nein. I'm not letting somebody else get eaten today. Especially a good friend. Oh, dieser Alte, der muss noch leiden, nicht? Hat der uns da echt einfach flach gehauen? Wo wir ihm seine scheiß Tabletten besorgt ja, haben, ey. Wirklich. Wie heißt der eigentlich? Nervtypi. Alter. Das ist schon eine Jugend, ich glaube, wo unsere Jugend anders aussah als jetzt hier. Karo Hemd. So keine leichten Gestapel. Leichenstapeln, genau, nee, sorry. Auch wenn viele vielleicht denken, dass ich so eine Jugend hatte, aber. Ich habe vielleicht mal hier Holz gehackt, aber. Das oh man, thank you. It was so awesome. Meanwhile, inland, Atlanta has been downgraded temporarily. Kam das Motel dann nicht mal vor in der TV-Serie? Mein Bruder da wirklich. Hey, Glenn. Hey, Glenn. Wie war Evolution? I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances.
Genau, echt. So, genau. I think you're making the wrong call. Maybe. But I'd rather make the wrong call and no than make the right call and not. I respect that. You guys be safe. We'll try. Pause. Also wir können ihn nicht bei uns behalten, ne? Er muss jetzt sozusagen zu der Serienstory wahrscheinlich, ne? Ja. Oder zur Comic-Story. Bye bye, Glenn. Viel Spaß bei der Comic- und Serienstory. Du wirst die Frau deines Lebens treffen. Kenny. Hey, Kim. Close call back there. Thanks for picking me up. Captain Kenny. No problem. We have to take oh, Captain, mein Captain. Yeah, we do. Oder ist meine Blase zu heiß? Earlier you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Thanks, Kenny. Thanks, Kenny. And then this one time, Derek and Superdan sure got ambushed by Squiddy. Ist noch nicht so ganz ins Kali, Kram seiner Kiste. Wie vorne, als sie an diesem Umgang hat. Ja, diesen Kram. Kramer Lady. Sonst nichts zu tun. Sie ist Journalistin, ne? Muss die Kiste erforschen. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? Konnten wir wirklich? It happened pretty fast. Ja, es war entweder du oder Doug. Ich glaube, we just met. Ja, dass du noch lebst. It's just that I think that I liked him. Mhm. Well, I'm sure. Oh. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Das wäre auch ein schönes Paar, die beiden zusammen. Lee? Kali aus der Tonne. How did you choose? We both needed you. Das ist ja schon die zweite Entscheidung. Lee. I thought you needed the help. Ah, that makes sense. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Kram mal weiter. Und Balsam für deine Seele. Ich muss meine runterhauen. Hätte ich eine Shake-Fist-Option, ich würde sie jetzt benutzen. Ja, wirklich. Hey, Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine. Oh, zumindest sind die Kinder ja irgendwie. What do you want? You like my daughter? Spielkameraden zu hören. Das ist ja mal pur ehrlich gewesen. Her dad tried to kill me, so. Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. Whoops. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about it. Er sieht eher aus wie so ein Killer. If anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? No, I'm
My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Was ist denn jetzt that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor end's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Ich hab so eine Unterteilung von Spielen, das ist mir echt... Oh. Zumindest diesem Sinnabschnitt hier. Okay, ah, das ist gut. Sinnabschnitt, sehr schön. Right. Wir fahren jetzt weiter Richtung Boot, oder? Oder wir bleiben. Oh. Adam, du hast es gejinxt. Du hast es gejinxt. Too big. Also ihr Lieben, da würde ich auch sagen, wir pausieren und wir sehen uns einfach in der Woche wieder. Ne? Next time on The Walking Dead. Ihr Lieben, wir sagen Tschüss. Wir sagen vielleicht noch, wo man uns finden kann. Ne? Ach ja, stimmt ja, sorry. Twitter. Awesome Aunt. Findet ihr mich, Adam Aunt? Und mich findet ihr unter Media Whore. MediaWhore. Haben wir nicht noch einen Seriengames? Stimmt, den habe ich angefangen. Ja. Da soll ich mal ein bisschen mehr pflegen. Genau, folgt dem mal, dann pflege ich den auch mehr mit aktuellen und spannenden Seriengames-News. Und zwar Seriengames. Genau. @Seriengames. Ziemlich einfach, alles in einem. Ja. Lasst uns Kommentare. Und füllen das, wie gesagt, mit Games-News und dann schauen wir, was passiert. Wir freuen uns auf euch nächste Woche, wenn wir dann weiterspielen. Mit dem nächsten Sinnabschnitt von The Walking Dead. Bye. Ciao. Mit meinem Geblader drauf. Ja. Ich notiere das mal. Nächste Woche. Nein. Woche. Das ist gut, das ist sehr gut. Das ist quasi nochmal Videocontent, aber. Ich habe X gedrückt. Habe ich jetzt schon Record gedrückt? Ja. Ich weiß noch nicht, diese... Nee, oder? Doch? Doch, habe ich. Das ist natürlich einzeln benannt. Ja, ne? Stimmt.